Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Bloodseeker. Es ist das letzte Gameplay vom TI und wir spielen Magic Seeker mit Dagon und Radiance und so einem ganzen Kram und zappen Gegner weg. Das ist, glaube ich, sehr spaßig und man kann es tatsächlich spielen, wenn man nicht von seinem Team geflamed wird. vielleicht ist das noch nicht so richtig etabliert, das Bild, aber ihr könnt es euch ja mal bei mir angucken. Ich verspreche mir zumindest viel Spaß davon und wie gesagt, ich glaube, es ist auch etwas stärker, als man denken könnte. Es ist ziemlich legitim zu machen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, letztes Gameplay vorm TI, welches am Mittwoch beginnt. 4.9. ist das. Es gibt noch keine genauen Zeiten, was die Spiele angeht und so, deshalb kann ich euch jetzt hier noch keinen Zeitplan liefern, aber ich werde am Dienstag, also am 3.9. noch mal ein kleines Video dazu raushauen und ja, damit ihr es auf dem Schirm habt. Die großen TI-Livestreams beginnen dann ab diesem Mittwoch bereits. Ging jetzt doch sehr schnell in den letzten Tagen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich habe einiges vorbereitet. Großartige Sellout-Spendenziele, voller Witz, Spaß und Spannung und noch vieles mehr. Was ist denn hier perhaps? You feed Kai. Die Perhaps-Antwort ist irgendwie perfekt, weil das so, ja, so ein bisschen so gestief ist. Aber vielleicht wurde auch ins Schwarze getroffen. Ich bin nicht so der Fußtyp. Ich stehe eher auf Hornhautraspeln. Okay, ich dachte, wir kriegen da einen mehr. Also eine Bounty mehr. Ist leider nicht passiert. Es gab jetzt die Überlegung, da noch mitzugehen. Ihr seht es ja, der Mars kommt nochmal in den Kampf, aber es war richtig, es nicht zu machen. Als Safe Lane. Ich werde wahrscheinlich TP'en. Ich muss nur hier kurz weg, damit er mich nicht cold snappt. So. Der Exod Invoker. Interessant, wie aggressiv sie das jetzt da gespielt haben, hätte ich gar nicht unbedingt mit gerechnet. Nicht wirklich schlimm für uns, weil wir Ringmaster haben, das ist ein Range Held. Kann entsprechend antworten, weil ich ein bisschen Sustain habe. Und wir kriegen den Ex immer getroffen. Schade, wir sind zu früh. So, der Gegner Range-Sweep ist noch nicht denied, das ist gut für uns. Der Ex hat Aggro gezogen, weil er irgendeinen Helden angeklickt hat. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz entspannt bisschen denyen, bisschen last hitten und die Lane hier halten. Perfekt. Wenn du Range-Sweep ist ganz angenehm. Ich chill jetzt einfach erstmal. Deswegen die Aggro zu ziehen, jetzt machen wir das da. Leider bei einen verloren. Ich dachte, der eine stirbt dadurch mindestens und Ringmaster hat sich umgebracht. Keine Ahnung, wie er sich da umgebracht hat. Die spielen zwar aggressiv, aber nicht so, dass man dagegen sterben muss, wenn ich ehrlich bin. Ziemlich bitter. Verdammt. So. Wir gehen Doppel-Nulli in dem Bild. Richtig schade, die Lane lief perfekt eigentlich. Dafür, dass Ex-Rubik nicht unbedingt schwach sind. Das ist lieb von ihm. Ja, sehr gut. Das musste passieren, dass er in den Cubes rennt. Er spielt halt die ganze Zeit so, deshalb habe ich drauf spekuliert. Und klar, er kriegt jetzt auch viel Farm. Aber keinen Bock, dass wir nicht mehr am Tower stehen. Ja, jetzt First Blood Bonus und so. Kann sein, dass ich die Tangos nicht brauche, aber. Shit, ich will es nicht eingehen. Schade, hätte ich einen Last kriegen müssen von den beiden, um den Nulli zu liefern. Das war wichtig. Ist ganz knapp nicht denyber.
Jetzt müssten wir eigentlich pullen. Sieht aber nicht sehr pullig aus. Bitter, dass wir... Oh, gutes Dagger. Dass wir ihn nicht mehr mit dem Bloodwright erwischt haben. Ich glaube, ich will gar keine Face Boots, ich gehe einfach Boots. Wir kaufen den Magic Wand. Weil sie es gerade anbietet, weil ich nochmal Tangos nachgekauft habe, die Branches entsprechend nicht verwenden muss. Langsam und stetig erholen wir uns vom Schock des Early Game Erlebnisses. Early Laning Stage. Ah. Ist auch ja auch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Mein Ding kriegen wir. Eigentlich muss er die jetzt zonen, während ich pulle. So ein bisschen Garden hier. Aber. Das hätte in dem Fall eh nicht funktioniert. Stacken ist okay, obwohl wir gegen Ex spielen, der Vanguard hat. Also er ist unschlagbar für uns, aber ich habe Bloodwright. Er spammt, er rusht dann auch Vanguard, was man heutzutage auch eigentlich nur noch macht, wenn man unbedingt die Laning Stage crushen will. Nicht so mega gut. Mehr das Item. Ist auch nicht furchtbar. Kein Fall, und er wird jetzt halt ein absolutes Monster. Dürfen die Creeps nicht mit dem Bloodwright treffen. Skill ich Kuh schon? Ja, ich brauche Kuh in der Welt. Sehr gut. Aber ich, dass wir einen Teil davon kriegen. Ich glaube, das hätte ich als Ex mit dem Vanguard ein bisschen eher versucht zu machen, als dass der Rubik da alleine mit Pull und Fatebolt arbeitet. Immerhin zwei bekommen und die Wave hier. Aber die Flower kriegen wir wieder nicht. Deshalb habe ich übrigens den Creep hier nach hinten gezogen, ein Stück, weil ich schon wusste, der Rubik ist unterwegs zum Denyen. Damit ist sein Projektil dann zum Glück zu spät gekommen. Ich mach dem Tick mehr. Dem Cutter. Nice, den haben wir auch gelassen. Für so ein frühes Vanguard schlagen wir uns ganz gut. Und jetzt gehen wir Dagen. Da hat sich eigentlich schon was ausgedacht. Wir lassen den gegnerischen Range Creep noch ein bisschen leben, wenn es verlockend ist, den zu töten. In die Lane weiter vorsichtig. Wenn der Ex keinen großen Tower-Schaden macht, hat er bisher nicht. Das ist sehr gut für uns alles. So, wir haben die Wave jetzt hier gehalten. Da ist er. Genau das ist es. Das wird hoch. Was für ein Gank. Genau deshalb dürfen wir nicht zu weit vor, wisst ihr? Mit unserem Helden. Wir stehen da alleine. Und plötzlich kommt noch ein Disruptor um die Ecke. Ich habe da ja auch nicht so super viel Vision. Aber ich habe schon ein bisschen mit dem Gank gerechnet. Das hat uns da den Arsch gerettet. Weiter geht's. Steht auch schon 5-1, ey. Ah, ich hätte vielleicht Blood Rage machen sollen, um den Last Hit auf den Range Creep zu bekommen. Vielleicht ist es aber auch gerade so nicht gereicht. Ich wollte schnell zurück zum Stacken. Wir werden jetzt hier ziemlich viel jungeln müssen. Das gönnen wir uns schon mal hier.
Also hätte ich da jetzt kein Neutral bekommen, ne? Ja, Spark. Gut zum Jungeln. Da wir Bloodwhite auf 3 haben, kann ich auch verteidigen. Ah, gutes Spotify. Nicht dran gedacht. Kurz Angst irgendwie. Ich bin nicht ganz sicher, aber nee, da gankt niemand. Okay. F-Rupture for X, if you want Wingmaster. Machen wir das mal. Ich hab das Schieben. Testen wir mal, es kommt nix. Nice, das Flow. Hätte gern dafür natürlich mein Bloodwhite auf 4. Aber egal. Ups, ich hätte noch Bloodwhite machen sollen. Man kann erst Bloodwhite machen und dann Bloodwhite. Ist trotzdem Bonus-Damage. Wir werden die hier sowieso nochmal stacken. Jetzt gleich. Your top tower is under attack. Ich glaube, man muss die recht spät stacken. Gerade so. Ist nicht hocheffizient. Also ist ganz gut vom Farm, aber ich kann halt hier nicht stehen. Ja, ihr seht es ja. Nicht so richtig zumindest. Ich hab ziemlich Angst, wenn der Ex vorbeikommt, wird's unangenehm. Oh, nicht Entwaffnung, bitte. Gleich Dagen. Alex ist sehr, sehr tanky. Ich bin nicht sicher, ob er da allein ist. Schade. Ich wollte gerade sagen, Radiant hätte ich hier, glaube ich, bessere Camps gehabt, da bin ich gar nicht so sicher. Das schaffe ich nicht mehr. Schätzt. Ich hätte mit Bloodwhite wahrscheinlich stacken sollen. Oder mit Quelling hier durch. Da ich Level 4 Bloodwhite habe, sollte ich den Tower noch eine Weile halten können. Das ist halt unser Vorteil, ne? Das ist sehr geil an dem Bild. Man kann sowas hier machen. Gegen Pusher, wie eine Ex. Klar, ewig kann ich den Tower nicht verteidigen. Aber viel länger als fast jeder andere Core. Carry. Ne, Dagger sterbe ich vielleicht einmal. Na, das ist jetzt wirklich nervig. Your top tower is under attack. Wingmaster kommt. Ich versuche ein bisschen zu baiten. Oh, schade. Nice. Fehlen 10 Mana. Ah, ich wollte den Kill. Ist vertimt mit dem Proc. Aber wir haben ihn übelst geownt. Gut, dass mein Team so ein bisschen dann auch kommt. Sie müssen ja nicht ganken, aber wenn sie es reaktiv machen, für mich zumindest, ne, kann ich da schon besser mit arbeiten. Als ohne. Geiles Spiel bisher, weil es so schwer ist. Immerhin steht es mittlerweile 7-5. Oh, übelst aggro von ihm einfach. Ist nur schade, dass ich keine Kills kriege. 2 Assists. Bisschen schmerzhaft. Sehen wir mal das für den Magic Burst. Zum Glück habe ich Doppel-Nulli, ne? Ich sollte noch kurz warten. Ich brauche noch eine Clarity und ich brauche noch einen TP.
Theoretisch sollte ich mittlerweile andere Lanes spielen. Ich bin ein bisschen zu langsam. Aber okay, ich hole jetzt noch eine Wave hier schnell. Mein guter Freund Stalky ist dominating. Immer in die Lane zurückgepusht und immer noch hier den Tier 1. Also es ist eine Riesensache, dass der noch steht. Auch wenn wir unten so hart verloren haben, dass wir nicht mal den bekommen haben, sondern die Gegner den. Also der Gyro hat ein Free Game. Ziemlich free zumindest, der Start für Dagger. So, wir werden jetzt uns versuchen, den Kämpfer einzumischen natürlich. Ich glaube, ich gehe auch noch Radiance zum Daggerbrechen von X und für die Misschance gegen den Gyro, weil es einfach geil ist auf dem Held. Es ist blöd, dass ich gerade keine Space benutzen kann, aber. Och, ich bin so dumm, ey. Na, dann machen wir so. Ja, volle Leben sind es schon wert. Wenigstens das benutzen für 120. Meine große Hoffnung war natürlich, dass jetzt direkt ein Kampf losgeht. Weil ich aktuell eher uneffizient farme, nichts gesagt. Das war doch Spells. Wunderbarer kleiner Stack. Was fährst du auf 2? Nicht viel Movement Speed gerade, aber ich gehe trotzdem Base. Wir benutzen die Clarity jetzt nicht. Ich gehe einmal Base, wir heilen uns einmal hoch. Dann justieren wir uns neu. Unten ist recht viel Action. So ein bisschen die Entscheidung, ich könnte auch nochmal hoch und da einfach farmen und dann übers Twin Gate runter. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Dauert halt länger, falls ein Kampf da ausbricht. Weiß man nicht, glaube ich, rechtzeitig bin. Aber so halte ich den Tower sogar nochmal ein bisschen länger. Man hat echt einen großen Mana-Pool, aber kaum Wege, Mana zurückzubekommen. Oh, scheiße. Ja, darauf hat er jetzt schon lange gewartet. Nice, immerhin nicht das Culling Blade. Und ich habe ihn noch festgehalten. Ah, ein guter Glimpse. Fast, ich glaube, der wäre fast auch noch gestorben, der Nyx. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass sie oben ganken. Ich dachte, sie verteidigen unten, weil wir uns da so gezeigt haben, so sehr. Aber es war ihm wichtig, wahrscheinlich. Das war eher wahrscheinlich Hass als alles andere, hätte ich mit rechnen sollen. Wir haben ihm immerhin keinen Stack gegeben, weil er keine Blade Mail hat. Gyro ist oben. Dann geben wir den Tower jetzt auf. Bitter, dass ich laufen muss. Hoffen wir mal, dass hier jemand beschädigt wird, aber die Gegner sind auch nie low, habe ich das Gefühl. Nichts gesagt. Lauf, kleiner Bloodseeker. Lauf ein wenig schneller. So kommen wir gut aus der Base. Der Kampf war auch gut. Wir brauchen auch auf jeden Fall eine BKB, obwohl wir gegen X spielen, aber es ist zu wichtig auf Bloodseeker. Oh, ist der gerade nicht gekommen. Schade. Und dann haben wir Vision verloren. Vor der Rupture. Ist irgendwie nicht so toll. Dragon Scale. Das geht so. Talon. Ich nehme Talon hier. Ich lasse mal den Master Wave, wenn es bitter ist. Die hätte ich natürlich gern gehabt, aber ist so ineffizient, dass wir beide dann dahin rennen. Wir führen von den Kills, aber der Gyro ist echt stark. So, ich kann hier ohne Bloodride farmen, aber nur weil ich Talon und Dagen habe. Ungewohnt. War ein bisschen Radiance.
Sehr ambitioniert, der Kurier, ihn jetzt da schon hinzuschicken. Ich glaube nicht, dass ich ihn da verbrauchen werde. Geil, den Invoker. Wir haben TP und alles. Aber wenn der Mitte steht, kein Tower mehr, das hat ich jetzt nicht hin. Und jetzt die Combo, 30% Spell Amp. Zum Blood Ride. Ich glaube, ich skill aber Thirst vor dem Talent. Zauberverstärkung durch Blood Rage. Ah, obwohl, ist gar nicht so schlecht. Nehmen wir als nächstes dann doch. Ich stehe halt so recht sicher, farm aber nicht super schnell. Es ist in Ordnung, der Mars farmt ja so viel. Und er geht in die Gegenden, die ein bisschen risikoreicher sind. Da gehen wir natürlich hin. Maelstrom. Achso, ihr glaubt mir. Interessant, dass er es zuerst gekauft hat. Ja, aber das ist gut auf den Invoker. Hat das der Sky? Kommt gar nicht. Da wäre ich jetzt raufgesprungen. Dex war ein Stück entfernt. Ah. Ja. I wanna fight all day. Vier Mund, guys. Oh Gott, mein Midas-Bug. Zum Glück klappt das nicht, scheiß Midas. Ich weiß, haben die Gegner geschrieben, aber. Ich wollte trotzdem nochmal unserem Team das sagen. Guter Tornado, aber ich glaube, es reicht ihm nicht. Oh. Irgendwie bin ich, glaube ich, geblockt worden, kann das sein? Nice. Nice. Ich glaube, ich bin vom Wingmaster kurz bodyblockt worden, aber war ja perfekt. Schöner Gank von ihm mit dem Smoke und allem. Genau sowas habe ich gebraucht. Hat mich ein bisschen an meinen Wingmaster-Gameplay gerade erinnert, nur dass ich nicht der Wingmaster war. Der Safe war auch sehr gut. Wieso war der gerade so tanky, der Kleine? Wir werden das Dragon auch noch hochleveln, aber es kommt später, denke ich. Das ist mal Radiance. Bisschen Angst gerade vor Ex. Ihr wisst ja, wie gern mich Ex hat. Habe ich da auch solo called, einfach dass ich nicht hinterherkommen. Achso, ups, der muss ja da bleiben, ich Idiot. Deshalb stand der da noch. So, wir haben Radiance. Dann gehen wir jetzt BKB. Wir brauchen BKB und vielleicht noch Travels oder so danach. Dann denke ich, level ich Dagen hoch. Schieb ihn voran! Ich krieg nie die Kills irgendwie. Scheiß Peitsche. Saugeil. Schön gemacht vom Nyx und vom Ringmaster. Auch einfach alles committed, weil er ist stark. Der stand total auf Position, aber er ist stark. Darf's nicht unterschätzen. Am Ende kommt dann der Ex dahinter oder so. Aber ein geiles Bild, oder? Spielt sich sehr aktiv, spielt sich sehr stark. Man kann die ganze Zeit farmen und kriegt fast nur Assists. Hatte keine so super leichte Lane. Trotzdem komme ich gut klar. Nice.
wenn wir unseren Sky verloren haben. Das? Oh doch, nice. Da zahlt es sich doch aus, dass wir dem Ex ein bisschen, dem Mars ein bisschen farmen gelassen haben. Stalking. Aber ich gönne ihm irgendwie auch die ganzen zufälligen Last Hits, die auch totaler Zufall sind. Also das macht er jetzt nicht bewusst. Irgendwie gönne ich es ihm. Hat auch, wenn ich mich recht entsinne, einfach Support gepickt. Hätte auch Core picken können. Also da war noch nicht klar, wer was spielt. Schon mal ganz sympathisch. Ich bin jetzt zu faul. Verkauft im Hintergrund. Ja, jetzt nehmen wir das hier. Damit haben wir One-Shot auf Waves. Flatfight Damage. Oh, jetzt ist der Farm. Spätestens wenn ich BKB habe, will ich den nächsten großen Teamfight. Aber gerne auch schon davor, weil es einfach Laune macht. Okay, die Antwort ist davor. Kein TP gerade, egal. Wir gehen nicht vor. Ist nicht so gut mit Bloodseeker. Wir wollen in einem Kampf relativ lang überleben. Dürfen nicht weggecombot werden von dem ganzen Magic Damage, weil wir sind relativ squishy ohne BKB. Trotz Miss Chance. Hier wäre ich auch gar nicht lang gegangen. Ich bin ihnen ehrlich gesagt so auf Autopilot gefolgt. Skype farmt. Dex! War ein bisschen glücklich von uns, ehrlich gesagt, dass er da vorbeikam noch. No, so. Konnte er nicht widerstehen. Ach, Storky. Ach, Storky. Der Invoker solo't mich nicht, das nicht, oder? Nee. Aber wir wissen auch nicht, ob er da solo ist. Wir machen es auf die Art. Komm. So, jetzt kommt der Nyx. Da zeige ich mich noch ein bisschen, sonst wäre ich oben in den Wald zum Farm gegangen. Weil er da ist, traue ich mich noch eine Wave. Also vor den Travels werde ich auf jeden Fall mir noch ein zweites Dagen gönnen. Ach, weil ich Bock habe auf mehr Zap. Iron Talon. Ich würde das schon nehmen, glaube ich, obwohl der Mars auch stark ist, aber steht uns zu. Ah, ein schwaches Rauschlein-Up. Let's fight before he goes. Gyro's hier. We get vision, we can go in again. Not yet. Wir müssen halt zu zweit drin stehen, wir brauchen den Desolator von ihm. Nice, das nicht gut. Gutes Team, gutes Team. Versuche mich so ein bisschen zu heilen.
Weiß jetzt gar nicht, ob wir direkt pushen wollen. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir nicht mehr. Ah. Careful, we are only three. Na, he's strong for sure. Now let's wait for Mars PKB actually and then we go. Okay, guys. Dann habe ich nämlich noch mein zweites Dagen. Es gibt immer noch einen Grund dahinter. So ein kleines Neutral würde ich mir auch gönnen noch, Ups! Komm, hat jetzt keiner gesehen. Sollte ein Talon werden. Ja, trotzdem in die Mitte. Ah, BKB Cooldown. Nix wollte wieder ganken. Meint er wirklich, dass der Gyro jetzt so greedy ist, nach der BKB mit Cooldown da zu farmen? Boah. Das wäre ja krass. Wir haben gerade gesagt, wir warten kurz, bis die BKB fertig ist. Aber wenn man dann stirbt, kommt natürlich direkt... Oh nein! Meine Leute sind so langsam. Ja, wir haben BKB, ne? Let's go, guys. Let's fight. Five men somewhere. Ja. Ich glaube, ich kann so laufen. Wir haben noch 2,5 Minuten. Alter. Der Junge ist ein bisschen wahnsinnig. Entscheidend war zu pushen. Wir müssen uns getrennt stellen, dass der Core nicht beide trifft. Oh krass, das war ein guter Burst. Das war ein bisschen zu ungeduldig von mir gespielt. Hätten mehr töten können. Ist richtig gemacht. Hätten wir mindestens noch einen mehr bekommen. Weil ich auch Dagen dann reingehauen habe in die BKB. Ist halt erst Level 2. So groß ist der Cooldown nicht. Komm, Level 3 Dagen geht auch noch. Ich glaube, dann gehe ich noch nicht Travels danach. Frage, was ich sonst kauf. E-Late? Das reicht auf jeden Fall, was Dagens angeht. Nemesis ist wahrscheinlich ganz gut, aber... Ach komm, ich muss es machen. Ja. Aber wenn er angreift, ja, ich bin ja eher Burst, ja, vielleicht doch nicht. Nehmen wir die Robe? Ach komm, nehmen wir einfach die Robe. Ist mal lustig. Voll auf Magic Damage. Ich wollte das halt mal machen. Übertreiben wir es ein bisschen. Der Push war ja auch okay, ne? Also wir haben einen Tower bekommen, wir haben noch einen Kill gemacht. Alles gut. 1000 ist schon noch weit. Ich gehe Travels jetzt. Ich glaube, der Movement Speed ist auch einfach nice, den zu haben. Krass. Fast noch Rupture verschwendet. Geht mal so schnell mit dem Sky. Ach. Das ist noch stärker, wenn du kein Maß im Team hast. Spread a bit when we do Tormentor. Oops, I don't defend before.
Hätten wir fast fortifieren sollen. Wir haben ja den Save von Ringmaster, so meint es hier. Let me have this. You have to let me have some wave, maybe. The enemy's top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Komm, wir gehen höher. Wir gehen höher. So naiv von mir anzunehmen, dass ich wieder stehen kann. Ist jetzt 5, ne? 4. 4 ist es. Coming. Der Nyx macht nur noch Party, der rennt irgendwie in die Gegner. Kann sein, dass wir es das noch verlieren, mal sehen. Wahrscheinlich aber ja nicht. Achso, nee, ich glaube, er hatte was vor, darauf nicht so geachtet und wir waren dann alle sehr defensiv. Do we have Roche Time? I think it's up in like 2 minutes, 1 minute. Ah, stimmt schon. Ich verstehe nix ein bisschen. Ausgefühlt, die Gegner sind sehr defensiv. Sie wollen sich halt nicht zappen lassen von meinem gleich Level 5 Degen. Okay, da geht's jetzt los. Vielleicht passiert ja mal was, auch wenn wir leicht in Unterzahl sind. Nee, Ex rennt von dannen und Mars kriegt ihn nicht arenat. Schade eigentlich. Er hat eine BKB. Ja. Wäre risky gewesen, es zu probieren. Stehen wir lieber defensiv. Ach, der Typ, ey. Das macht's halt langsamer. Schmackhaft. Shard könnten wir auch noch gebrauchen irgendwann. Das Blood Rage Shard. Können wir eigentlich schon nehmen. Wenn wir es jetzt nicht vom Tormentor bekommen haben. One is more Grosh. They do nothing anyway. They're doing something. Yes, jawohl. Der Nyx, Mann! Satanic. Nice. Fällt mir nicht. Ist so weg. Zu viel Lockdown, ich wusste es. Ist knapp gewesen. Kann ich mich noch mal eine Sekunde bewegen? Kann ich Dagen benutzen? Hätte ich die Creeps, die da noch kamen, mit dem Radiance bekommen? Hätte ich mich noch ein bisschen gegengeheilt. Sind halt so Nuancen. Sex war zu gut, um es nicht zu probieren, glaube ich. Aber Late Game Gyro mit Satanic. Wir haben keinen Aegis diesmal. Mit Aegis hätten wir es natürlich anders spielen können. Ist einfach ein Tick zu stark. Ich muss eigentlich die Supports noch besser wegbursten. Aber den Invoker zu killen ist ja auch gut. So ist nicht. Und die haben viel. Ich brauche Nullifier als nächstes. Das ist das Item, was ich brauche. Ich
kann ich die Supports noch besser jagen. Er hat halt auch mit echt wenig Leben das rausbekommen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ihn irgendwie mehr zu bursten. Aber ja, wie gesagt, ein Invoker killen ist auch geil. War halt auch mega knapp. Ich dachte, der stirbt durch mein Team und war da im Lockdown. Aber in letzter Sekunde hat er sich mit Zetanik eben doch noch hochgeheilt. Hätte ich da Dagen drauf gemacht, wäre natürlich besser. Später ist man immer schlauer. Sah echt aus, als würde er verrecken. So schade, dass es dann knapp nicht geklappt hat, weil der Rubik und der Disruptor einfach noch beide hatten, am Start waren und gut gespielt haben, die Sequenz. Lange gejubelt, geliftet und so weiter haben. Wahrscheinlich ist es nach dem Nullifier Refresher, aber ich brauche auf jeden Fall Nullifier. Oh. Ich muss die Backline zerreißen. Ich glaube, die machen Rush. Ja, sieht nicht gut aus. Das Spiel ist komplett gedreht. Wenn ich Buyback hätte, könnte ich mit den Travels vielleicht zweimal rein in einem Kampf. Ohne Double Damage. Und keine Waffen. Vielleicht hätte man die dem Mars lassen können, aber dann müsste der da hochrennen und so. Meine Trickster. Ja, ich sollte vielleicht einen Nulli für Dust aufgeben. Mal sehen. Don't go on Gyro. Try to get supports and stuff. Oh, ganz schön risky, aber wir probieren es. Geil. Aber dadurch konnte ich leider auch nicht mehr Dagen benutzen, was nichts mehr gemacht hätte. Ich glaube, es war okay. Zwei Supports mit Buyback für einen. Also ein Core, ein Support, meine ich, ein Ex, sondern Disruptor. Und es ist Aegis-Zeit. Jetzt spielen wir wieder gut, aber vielleicht ist es schon zu spät, weil wir einfach nichts mehr gegen den Driver haben. Ich wollte ihn da eigentlich nur zum Rückzug zwingen. Oh, klappt. We have to jump Rubik. Ich habe ja Bloodlust. Vielleicht geht noch was. Nee, es läuft noch zu lang. Wir haben viele Buybacks bekommen, aber der Gyro ist einfach zu stark. Fast gut gewesen. Ich hätte. Ich weiß auch nicht,
Es macht so Spaß, das Bild. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht klappt, weil wir mit Game nicht dominant genug waren. Weil wir uns dann doch immer wieder erwischt haben und dann diesen einen guten Kampf in der Mitte hatten. Gerade jetzt, wo wir den Invoker uns wieder gegönnt haben, zum Beispiel. We smoke now, we can hit him when Aegis expires. First Bewegungstempo. Ich nehme die Ruptured Zeiten. Die gehen auch nicht auf Linkens. Ogre Seal. Ninja Gear. Rattle Cage. Vielleicht wäre es doch auch E-Blade. Ich hätte gerne einen Tick früher gesmoked als so. Aber gut. Sind immer noch verteilt, die Gegner. Vielleicht kriegen wir den Next. Wir haben halt Hex-Opener mit viel Burst. Aber ich glaube, die sind alle jetzt oben. Ja. Ich werde den Sky versuchen zu buffen. I will buff you if you go on, Jaro. Your middle tower is under attack. Weiß nicht, warum nicht. Ich weiß, ich stehe hinter ihm, aber ich glaube, wenn er komplett reinkombot, der Sky in den Driver, mal sehen. Vielleicht doch nicht. Your middle tower is under attack. Tausend Leben und Divine. You have to try to burst, Tribo, I think. Stagens and stuff. Nice. I think Mars should take it. Oh, nice, nice. Ja, hat's. Sehr gut. Ich wollte das Divine nicht, ich wollte lieber jagen. Ist halt sicherer Schaden mit seinem Burst, mit seinem Rebuke. Ja, wir müssen einfach bursten, ne? Und da hat er sich stunnen lassen. Der Glimpse war zu protokolliert vom Disruptor. Hammer. Ist mir zu unsicher. Ja, gut, dass ich da nicht hingetravelt bin. Wer braucht Buyback, ne? Ihr kennt mich ja. Ist ganz furchtbar schon wieder, was hier passiert. Da kein Buyback zu behalten, ist unglaublich dumm. Ich hab so Bock auf den Nullifier. Ich will wieder ein Item, ist lange her. Hex wäre super. Ich hätte auch noch Hex kaufen können, aber ich glaube, Nullifier ist besser. Wo ist mein Mars? Da kommt er angeschlichen. Lange gedauert. Go in again once, or you wanna back? Ihr Team ist interschiebs. Oh Gott. Ah, fuck it, guys. Let's get Aegis or something. I hate them.
wollen halt schnell jemanden bursten, also mein Team, verstehe ich auch, aber ich glaube, es ist einfach schon wieder so eine Situation, das ist einfach Quatsch, das jetzt zu forcieren. Aber geil, sehr geil, wir haben eine Lane bekommen, wir haben ganz wichtigen Kampf gewonnen, wir haben Divine bekommen vom Jaibo. Jetzt aufs nächste geht, aber jetzt haben wir ein Divine Maß, was auch einfach immer geil ist, wieso? Wir haben Buyback gleich auf mir, der wird noch nicht da sein, ASE ist eh noch oben, wenn überhaupt. Wie viel Cooldown sind das? 40, das heißt, wenn ich jetzt hoch TP, komme ich rechtzeitig runter für Roche Spawn Time. I will TP bottom when Roche is coming. If he's there. So, werde ich da jetzt gegankt? Boah, ich mach's mal nicht. Ah, die haben ja auch Vision. Ich hau mal lieber ab hier. Oh, was? Oh, fuck, der war oben. Ich dachte, er ist noch nicht da, ehrlich gesagt. Vielleicht war es ein früher Respawn. Oh. Ich glaube, der hat den Divined. Den Tormentor. Fuck. Oh nein, ey. Das ist ja richtig scheiße gewesen. Auch ein bisschen bitter. Ich nehme halt die Zeit ja nie, ne? Vielleicht war es auch klar, dass er schon wieder ist. Also ich dachte, der kommt unten hin. Und wir, wäre der unten gespawnt, hätten wir auf jeden Fall drum gekämpft oder hätten ihn auch bekommen. Jetzt müssen wir 70 Sekunden chillen und warten. Jairo hat zwar Aegis, aber da er kein Divine mehr hat, können wir vielleicht auf jemand anderen zuerst springen. Zum Beispiel den Invoker. Oh, der Will ist in der Mitte. Lass ihn mich doch selten. Hat ewig gedauert, bis das ausgelaufen war, das blöde Aghanim-Ding. Perfekt. Standen auch super schlechte Gegner. Es hat uns erlaubt, da so reinzugehen. Ich wusste, wenn ich in Alifire stirb, der Team ist ja da. Aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr genügt. Immerhin am Ende einen Dagen rausbekommen. Ich soll jetzt da aufhören. Ich soll aufhören damit. Das hier schnell. Oh, ich habe nicht. Boah, die Disables. Ich könnte hier beibecken. Ich hätte den Ex nicht mehr rupturen sollen. Ich dachte, damit kommen sie mir nicht hinterher. Aber egal, der Ex hat Buyback. Ich habe meinen Buyback, wir behalten es jetzt erstmal noch. Ist die Frage, gehe ich wie Fresher für Doppel-BKB? Gehe ich einfach linkens? Mittlerweile ist das auch ziemlich gut. Gehe ich noch ein bisschen auf Damage? Er hat doch keine MKB. Ich könnte Butterfly gehen, aber ich sterbe durch anderes. Unter anderem durch anderes. Shivas. Hex. Hex, ne? Ja, Hex. Hex ist es. If they push, I buy back and we fight them, okay? I think we will win this fight. Yeah. I'll just try to bait them in a bit and then I buy back. Wir warten noch. Geduldig, geduldig. Ich wollte den Disruptor noch schnell jagen. Deshalb bin ich losgerannt, anstatt den Ex-Tot zu setzen, um ein bisschen mehr Movement Speed zu haben. Naja. Nice, Leute. Ach, was ein geiles Game. Supports gezoned. Ich glaube, das war einfach super wichtig. Aber auch im richtigen Moment zurück. Der Ex wollte ja da seinen
Gyro noch unterstützen. Ein Brezler noch, komme ich ran? Nope. So langsam. Wir haben es echt gewonnen. Wie geil. Ich dachte zwischenzeitlich, das war's. Aber cooles Team gehabt und der Nyx hat dann auch aufgehört mit seiner Ich bin gelangweilt Strategie. In Teamfights hatten wir dann einfach zu viel Burst. So kann man in Late Games auch gewinnen mit Hex und Burst und Dagen und so. Das sieht man auch bei Pros, aber in Pubs hat man es eher selten auf diese Art und Weise. Monster Klinge Klinge. Level 4. Juhu. Scheinbar habe ich schon mal Blatziger gespielt in meinem Leben. Ring Comment, weil die angenehm waren. Selbst der Nyx, ist halt alles nicht so flamey und sowas, wisst ihr, gewesen. Und auch der Mars und so ist schon okay. Sollen sie sich den Farm nehmen mit ihrem God's Rebuke? Wir hatten am Ende trotzdem noch relativ viel Kohle. Der hat halt das Divine bekommen, der Mars. Und wir haben auch Schaden gedrückt. Wir haben zusammen mit dem Sky den meisten Schaden gemacht, was ich durchaus beeindruckend finde, weil es alles fast alles Single-Target-Damage. Ja, grafentechnisch, der Gyro hatte halt ein Free Game. Ne? Es gab Zeiten, da waren wir aber an ihm dran. Und dann am Ende tatsächlich auch noch, da waren sogar der Mars und Sky noch reicher. Hier hat er seinen Divine verloren, das war die Situation. Er war halt alleine am Carrying, so mehr oder weniger. Und danach ist unsere Brigade gefolgt. Oh, guck mal, er kennt mich. Der Storky. Zum Glück war ich immer nett. Nett zu ihm. Die kennen mich ja, warum denn? Das ist jetzt unangenehm. Bin ich irgendwo, ich meine, ich habe lange gesucht, ja. Ich weiß gar nicht, warum das Sinn macht. Wieso sollte ich lange suchen und dann ist die Chance höher, dass Leute mich kennen in dem Spiel? Überhaupt keinen Sinn. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich war heute auch sehr müde. Bin ziemlich erschöpft irgendwie. Aber ich wollte unbedingt noch ein Gameplay vor dem TI machen. Und ich bin froh, dass es so eine coole Runde geworden ist. Mit so einem, ja, guten Team. Jetzt schleime ich noch ein bisschen, falls ihr das hier irgendwann hören. Ah nee, das ist ja hier der vom Gegner-Ding, der Disrupt, da war das ja. Ja, super Typ, wirklich grundsympathisch. Also kenne ich natürlich, wir sind schon lange beim Du. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber jetzt erstmal großer TI-Streaming-Marathon. Ein Ankündigungsvideo kommt dazu, wie gesagt, noch am Dienstag. Mittwoch geht's dann los. Und euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Haut rein, Leute.